Herzlich willkommen zu unserem Special an Karfreitag. Wir denken heute daran, wie Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Weil Jesus tot ist, ist heute ein Tag zum Heulen und zum Weinen. Denn Karfreitag, das bedeutet nichts anderes als Wehklage und Trauer. Wir weinen heute um Jesus. Und wir weinen heute um all die, die bereits gestorben sind und die wir vermissen. Jesus stirbt vor 2000 Jahren auf besonders qualvolle Weise, nämlich am Kreuz. Und die Menschen, die am Kreuz gestorben sind, die sind langsam erstickt. Auch heute sterben Menschen. Auf ganz unterschiedliche Weise, manchmal ähnlich qualvoll. Vielleicht, weil sie krank sind, weil sie durch einen Unfall oder durch äußeres Einwirken aus dem Leben gerissen werden. Menschen sterben auf dem Mittelmeer. Auf einem Weg, der eigentlich in die Freiheit führen sollte. Andere sterben in Krankenhäusern, in Altenheimen, zu Hause. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich heute mit jemandem über den Tod und das Sterben sprechen kann. Mit jemandem, die viel Erfahrung damit hat, weil es ihr Beruf ist und in deren Unternehmen wir heute zu Gast sein dürfen. Nicole Seifert-Schüler aus dem Bestattungshaus Reininghaus Seifert in Bochum in meiner Heimatstadt. Nicole, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Nicole, du bist seit vielen, vielen Jahren Bestatterin und du bist aufgewachsen in einem Familienunternehmen, in einem Bestattungshaus. War für dich von Anfang an klar, dass du auch in dieses Unternehmen einsteigen wirst, dass du Bestatterin wirst? Bist du jetzt schon in der fünften Generation? Wie bist du da zu dieser Entscheidung gekommen, zu diesem Entschluss? Ganz im Ernst, mit 14 habe ich zum Papa gesagt, ich mache die Tischlerei, aber lass mich bloß mit der Bestattung in Ruhe, weil ich halt ein bisschen Angst hatte. Ich habe dann die Tischlerlehre hier im Hause auch gemacht und dann kam die Oma. Sie braucht jetzt jemand, der sie mal eben zum Trauergespräch fährt. Ja, und so hat die Oma mich automatisch mit in die Bestattung mit reingezogen. Und ich habe halt gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie die Medien immer darstellen und dass der Beruf eigentlich Spaß macht. Und so habe ich dann die Ausbildung zur Bestatterin noch hinterhergezogen. Das heißt, deine Familie hat dich ganz heimlich, still und leise. Aber nicht gedrungen oder so. Papa hat mir wirklich die Entscheidung immer freigelassen, die Oma auch. Und wir sagen halt auch alle, wenn man den Beruf, gerade den Bestattungsberuf macht, muss man den aus dem Herzen machen und nicht nur, weil man den Beruf machen will. Aber man muss ihn leben. Man muss ihn lieben. Mhm. Seid ihr eine normale Firma, ein normales Unternehmen, auch wenn es um Tod und Sterben geht? In erster Linie glaube ich schon. Natürlich haben wir unsere Mitarbeiter, womit wir zusammenarbeiten, aber da wir halt viel mit dem Thema Tod zu tun haben, leben wir anders dadurch. Und also es hört auch nicht auf, wenn wir den, sag mal, in der Werkstatt den Hobel fallen lassen, dass wir dann Feierabend haben, sondern Feierabend gibt es bei uns nicht. Und es war bei mir von Kindheit an bekannt, wenn wir bei der Oma am Tisch saßen, war das Thema 1 erstmal, wer ist gestorben? Also das gehörte halt dazu. Tod und Sterben als alltägliches Thema, das definitiv lässt sich nicht abstellen, das Thema, sondern das zieht sich einfach durch eure Tage. Wie ist das für dich privat, wenn du irgendwo erzählst, dass du Bestatterin bist? Wie begegnen dir die Leute? Gibt es da Angst, Berührungsängste vielleicht, Scham oder Tabus? Ist dir da schon mal irgendwie was passiert? Also es ist halt wirklich, also ich muss gucken, wo ich jemanden kennenlerne und wie derjenige drauf ist. Also es gibt halt wirklich so, bei manchen, da sage ich erstmal, ja, ich bin Tischlerin und dann ja nebenbei auch noch Bestatterin, also vorsichtig, weil schon manche sehr zurückschrecken erstmal. So denken so, du bist Bestatterin. Erstmal glaube ich dir das nicht, weil ein Bestatter sieht anders aus. Der sieht nicht blond und jung aus, sondern das ist halt der alte Opa, der jetzt reinkommt mit einem Aktenköfferchen und einem Zylinder auf. Erst ist halt wirklich dieser Schockmoment und dann nach einer Zeit kommt aber so die Interesseebene. Da fragen sie halt nach, was machst du und was ist alles so passiert? Und dann kommt halt so das Gesprächsthema. Aber der erste Moment ist wirklich so Schock. Das heißt, erst ein bisschen Berührungsängste, aber wenn man ein bisschen Zeit und Raum gibt, dann nähern sich die Leute, die Menschen ein bisschen an und können sich dem Thema öffnen. Genau, richtig. Jesu Tod ist vor allem durch Grausamkeit, durch Hass und durch Willkür geprägt. Eigentlich ist es sogar ein Justizirrtum und damit auch eine Infragestellung von Gottes Hilfe und seinem Dasein. Jesus stirbt ganz qualvoll am Kreuz.
Für seine Freunde, für die Jünger ist das eine absolute Katastrophe. Jesus war ihr Leben. Sie haben oft ihre eigene Familie, ihren Beruf, ihre Heimat zurückgelassen, um mit Jesus zu gehen. Und Jesus ist für sie zur Heimat geworden. Und jetzt hängt er am Kreuz. Ich stelle mir vor, dass für seine Freunde, für die Jünger die Welt stehen bleibt. Dass sie vollkommen neben sich stehen, neben Raum und Zeit. Ohnmächtig und fassungslos. Und sicherlich kommt auch noch etwas dazu, nämlich Angst. Die Angst, wie es jetzt weitergehen soll, ohne Jesus, ohne seine Kraft, ohne seine Stärke, ohne seine Ideen und seine Worte. Ein Leben ohne ihn konnten sich die Jünger sicherlich gar nicht vorstellen. Am Karfreitag bleibt die Welt für seine Freunde stehen. Nein, eigentlich bleibt sie nicht stehen, eigentlich geht die Welt für sie unter. Nicole, du kommst mit vielen Menschen zusammen, die auch gerade einen geliebten Menschen verloren haben, die den Tod noch nicht fassen können. Wie erlebst du das, wenn du in die Familien kommst? Wie erlebst du da die Angehörigen? Können die begreifen, was eigentlich passiert ist? Nein, also gerade im ersten Moment ist erstmal wirklich so dieser Hilferuf. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen und auch noch dieses nicht wahrhaben wollen. Wir wollen es noch gar nicht wahrhaben, ist noch gar nicht tot. Auch diese Emotionen, die wissen es halt einfach nicht, können es nicht einschätzen und sind hilflos. Also ähnlich wie deine Geschichte. Ähnlich wie die Jünger damals. Ja, genau. Fassungslosigkeit, Ohnmacht. Hilflos. Nicht begreifen können, was eigentlich passiert ist. Genau. Jetzt hast du Erfahrung als Bestatterin. Gibt es etwas, wo du sagst, das kann helfen, das kann ich anbieten als Bestatterin, weil ich weiß, das kann helfen in der Situation. Gibt es etwas, was du dann anbietest und fragst oder als Möglichkeit eröffnest? Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Zum einen, die wichtigste ist erstmal zu begreifen. Und dafür finde ich es immer wichtig, dass man sich den Verstorbenen auch bewusst nochmal im Sarg ansieht. Und dafür würde ich jetzt einmal mit euch nach oben gehen im Verabschiedungsraum und zeigen, wie wir es immer gestalten. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer, wir kommen ja meist etwas später in die Familien als ihr Bestatterinnen und Bestatter. Ich habe immer das Gefühl, dass viel Zeit sein muss. Zeit und Raum für Trauer, für Wehklage, für das, was es eigentlich zu begreifen gilt. Bei den Jüngern war das ja sogar noch ein bisschen komplizierter. Für die Jünger kam noch Angst dazu, denn eigentlich trauerten sie ja um einen verurteilten Straftäter. Angst, dass ihre Trauer entdeckt wird. Die Frage, darf ich überhaupt meine Trauer offen zeigen? Ich glaube, dass manchmal Angehörige sich diese Frage heute auch stellen. Darf ich meine Trauer eigentlich offen zeigen? Darf ich überhaupt trauern? Wie geht das überhaupt? Ja, und wie lange darf ich das überhaupt tun? Ich glaube, dass Angehörige manchmal die Erfahrung machen, dass die Welt sich ganz schnell weiterdreht, dass das Leben draußen weitergeht, aber für einen selbst geht es eben nicht so weiter, wie man es gewohnt war. Da ist ein Bruch, eine große Veränderung, weil ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Wie ist so deine Erfahrung, wenn du hier mit Angehörigen bist? Was könnt ihr tun, um das ein bisschen aufzufangen? Was könnt ihr tun, um den Angehörigen zu helfen, diesen Übergang irgendwie zu leben? Also für uns ist es halt wichtig, dass sie halt hier bewusst sich Zeit nehmen. Also wir haben hier nicht Zeitfenster getaktet, dass wir sagen, so, ihr dürft jetzt nur eine halbe Stunde hier sein, danach bitte raus, sondern die dürfen hier wirklich 2-3 Stunden sich aufhalten, was wir auch sagen, was wichtig ist. Also wir hatten auch schon zum Beispiel jemanden, der noch mit seinem Vater hier ein Fußballspiel auf Radio gehört hat, weil er es immer gemacht hat, also jetzt auch wieder, auch wenn er verstorben ist. Aber diese Zeit ist kostbar. Gerade den Moment, den kann man nicht mehr nachholen. Es ist ein bewusstes Verabschieden hier. Und hier sage ich denen auch, hier gehören die Tränen hin. Desto mehr man weint, desto besser kann man sich verabschieden. Und wenn man dann bei der Trauerfeier ist, hat man die Trauer schon ein bisschen verarbeitet. Und deswegen ist der Raum hier so wichtig. Das heißt, hier sich bewusst Zeit zu nehmen, um Abschied zu nehmen, um auch nochmal mit dem Verstorbenen zusammen zu sein, ja, und um auch diesen Übergang irgendwie zu gestalten. Es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Es ist jemand gestorben. Da ist etwas auch unwiderruflich vorbei. Ja, also da ist halt wirklich diese Lücke, die man jetzt realisiert,
dass derjenige nicht mehr da ist und auch bewusst realisiert. Also manchmal habe ich ja auch Angehörige hier, die sagen, das ist der gar nicht, der hat sich so verändert, wo ich sage, seid froh, dass er anders aussieht. Dann wisst ihr, dass er gestorben ist und die Seele woanders ist. Also das gebe ich denen halt ganz oft mit. Und das ist halt nicht irgendwas nur einfach geredet, sondern aus eigener Erfahrung. Der Trauer Raum zu geben, da gibt es ja die Möglichkeit, sich einfach damit zu beschäftigen, sich dem Thema anzunähern und auch mal was auszuprobieren. Ich habe noch nie in einem Sarg gelegen, würde das aber wohl mal ausprobieren. Ja, dann bitte. Das ist schon, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Das ist wahnsinnig eng, total hart. Das ist nicht so, als wenn man sich ins Bett legen würde oder sowas. Das ist. Das war abgefahren, jetzt gerade das auszuprobieren. Das ist total eng, total kurz und echt hart. Also vom Gefühl her. Hast du das schon mal erlebt, dass Menschen das ausprobieren wollten, sich in einen Sarg zu legen? Selten. Also die meisten fragen zwar immer nach, aber trauen sich dann nicht. Genau. Aber wer will, kann es gerne ausprobieren. Ich meine, es ist ja wirklich so eine Erfahrung. Meine Oma zum Beispiel hat ihren Ziegenpeter da drin auskuriert. Im Sarg? Ja, als kleines Kind. Der Opa musste unten arbeiten in der Werkstatt. Und dann ging die Oma mit runter als kleines Kind, hat sich hingelegt, geschlafen. Der Sarg als Bett? Genau. War ja mit Spänen ausgeschmückt. Als Jesus stirbt, ist das was Besonderes. Denn Jesus ist nicht irgendein Mensch gewesen. Jesus war Gottes Sohn. Und Jesus hat als auf besondere Art und Weise von Gott erzählt. Für die einen war das ganz beängstigend, für die Starken, für die Mächtigen. Und für die Kleinen, für die Schwachen war das ganz großartig. Die wollten Jesus groß sehen. Für die Mächtigen war es besser, ihm den kurzen Prozess zu machen. Kürzer, als es eigentlich vorgesehen war. Und eigentlich wäre es das ja gewesen. Eigentlich wäre damit die Geschichte schon zu Ende gewesen. Keine weiteren Fragen. Die Jünger wären nach Hause gegangen, hätten sich in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz vergraben. Wir haben einen Freund verloren. Wir haben den verloren, um den sich unser Leben eigentlich drehte. Einen Vertrauten, einen Hoffnungsträger. Vielleicht haben sie zusammen überlegt, wie es mit ihm gewesen ist. Vielleicht haben sie gedacht, wir haben zu viel gehofft. Wir haben zu viel erwartet. Vielleicht weinen sie um vertane Chancen, um begrabene Hoffnungen, um nicht erfüllte Sehnsüchte. Und genau das ist eigentlich für mich Trauerarbeit. Um das Weinen, um was man verloren hat. Ich weine um verpasste Chancen, um das, was hätte werden können, um gemeinsame Jahre, die gewesen sind oder um die, die jetzt auch nicht mehr kommen. Trauern heißt, das annehmen zu können. Ich kann den Lauf der Dinge nicht verändern. Aber ich darf traurig sein und ich darf meinen Schmerz über das, was ich verloren habe, ich darf den auch zeigen. Meine Erfahrung ist, dass der Abschied auf dem Friedhof ein wichtiger Schritt ist. Ein wichtiger Schritt, um eben Abschied nehmen zu können, um zu begreifen, dass da etwas auch zu Ende gegangen ist. Ein Schritt, der viel Kraft kostet, manchmal auch an die Grenzen dessen führt, was die Angehörigen noch so ertragen können. Ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung als Bestatterin, dieser Abschied auf dem Friedhof? Wie wichtig empfindest du das und als wie wichtig ist das für die Angehörigen? Also ich finde den ganz wichtig. Also der gehört dazu, dass die Angehörigen einen Ort haben, wo sie wirklich hinterher noch weiter trauern können und auch wissen, da ist der Körper, man kann dorthin gehen. Ich erfahre es ganz oft, wenn die Angehörigen zu mir kommen und sagen, wir möchten eine anonyme Beisetzung. Wo ich wirklich immer wirklich nachfrage, warum, wieso. Meistens ist es nämlich nur, dass derjenige gesagt hat, ich möchte anonym, damit ihr nicht zu meinem Grab gehen müsst und es pflegen müsst. Aber er hat nicht weitergedacht. Angehörige brauchen den Ort. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine anonyme Beisetzung, wo die Ehefrau nach 2-3 Jahren ankam und hat gesagt, sie kommt nicht mit dieser Situation klar. Und dann haben wir nochmal eine Umbettung
vollzogen. Das heißt, wir haben den Ehemann nochmal in ein normales Grab von Anonymen beigesetzt, dass sie endlich Ruhe finden konnte und sich verabschieden konnte. Und einen Ort, wo sie nochmal hingehen konnte. Genau. Ich glaube, dass das für Jesu Freunde auch wichtig war beim Abschiednehmen, dass der Tote einen Ort hat, zur Ruhe kommen kann, aber dass die Freunde auch nochmal einen Ort haben, wo sie hingehen können. Und da kümmern sich Jesu Freunde auch drum. Nämlich Josef von Arimathea stellt sein Familiengrab, ein Felsengrab, zur Verfügung. Und Josef und Nikodemus kümmern sich um den toten Leichnam. Sie salben ihn nochmal, wickeln ihn in Leinentücher ein und geben ihn in diese Felsengruft, legen den toten Jesus in diese Felsengruft. Das, was Josef von Arimathea und Nikodemus damals getan haben, das war ein Freundschaftsdienst. Sie gehörten zu Jesus' Freundeskreis und ja, haben das als seine Freunde für ihn getan. Das, was ihr heute als Bestatterinnen und Bestatter macht, das ist eigentlich genau das Gleiche. Ihr sorgt dafür, dass unsere Toten eine gute letzte Ruhestätte bekommen. Aber es ist kein Freundschaftsdienst, das ist euer Job. Ihr verdient damit euer Geld. Und trotzdem ist das ein besonderer Beruf, ein Beruf, der viel Fingerspitzengefühl, Empathie, Einfühlungsvermögen bedarf. Gibt es besondere Wünsche, an die du dich als Bestatterin erinnerst? Besonders kuriose Geschichten, Wünsche von Angehörigen, die sagen, ich möchte dem Verstorbenen auf besondere Art und Weise nahe sein. Gibt es da irgendwas, an das du dich erinnerst? Also es kommt ja auch manchmal so der Wunsch auf, ich möchte dabei sein, wenn ihr ankleidet, wenn ihr die Überführung macht. Ist auch möglich. Also das finde ich eine schöne Idee. Es gibt aber auch der Wunsch, einen Diamant hinterher aus der Asche zu bekommen. Also, oder Weltraum, dass man die Asche in den Weltraum... Habt ihr das schon gehabt, Weltraum? Nein. Also es kamen immer mal so Anfragen, wo sie dann den Preis gehört haben, war die Anfrage dann ganz schnell weg. Aber die Leute informieren sich in der Richtung. Dahinter steht ja die Frage auch, was brauche ich auch für einen Ort, um noch hinterher dahin kommen zu können, wie kann ich auch auf die Zeit gesehen Abschied nehmen, was ist für mich als Angehöriger, als Angehörige dann wichtig. Du bist ja schon eine ganze Zeit lang Bestatterin. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst für deinen Berufsstand, wo du sagst, nee, da braucht es eine Veränderung, auch mit dem Umgang mit Tod und Sterben als Thema in unserer Gesellschaft? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da müssten wir eigentlich hinkommen? Dass es wieder zum Leben dazugehört. Weil es war eine ganze Zeit lang, dass das Thema Tod verschwiegen wurde. Alleine auch durch die Weltkriege, weil die Menschen dort so viel gesehen haben, erlebt haben. So langsam kommt die Zeit wieder, dass man wirklich sich bewusst zu Lebzeiten mit dem Thema Tod auseinandersetzt, aber immer noch wenig. Das wünsche ich mir, dass es halt wirklich nicht zum Alltag, aber dass man damit lebt, dass man weiß, das Ende kommt, dass man bewusst lebt, dass man jeden Tag schätzt und respektiert und aber auch den Verstorbenen respektiert. Daraus erwächst unsere christliche Hoffnung, dass auch wir nicht tot bleiben, sondern dass auch wir auferstehen eines Tages. Ich frage mich, begegnet dir das als Bestatterin, diese christliche Hoffnung? Gibt es Menschen, die das ganz bewusst so leben und die von dieser christlichen Hoffnung auch leben? Ja, also es gibt ein paar, die halt wirklich diesen Glauben fest leben und auch daran glauben, dass man sich wieder sieht und wieder trifft. Und das merkt man halt auch bei der Trauer dann bei den Hinterbliebenen, weil die wissen, Papa und Mama sind jetzt wieder vereint. Also hat was Tröstliches ja genau. Sicher auch. Ne? Genau. Und das ist halt auch das, was ich meinen Kindern vermittle. Und ich finde, das ist ein Trost. Für Jesu Freunde ist am Karfreitag erstmal alles vorbei. Alle Hoffnungen, alle Sehnsüchte, alle Erwartungen sind begraben. Der Karsamstag ist deshalb ein Tag der Stille. Ein Tag, an dem Verlust schmerzlich erlebt und gefühlt wird. Das, was die Jünger in diesen Tagen um Jesu Tod herum erleben, das ist Leben ganz dicht gedrängt. In aller Konzentration und Kürze. Das macht diese Tage zur Herausforderung und zu etwas ganz Besonderem. Wir begehen den morgigen Tag, den Karsamstag, deshalb auch in aller Ruhe und in aller Stille. Ich bedanke mich bei dir, Nicole. Danke, dass wir heute hier sein durften, dass du uns erzählt hast, wie du in deinem Beruf mit Tod und Sterben, mit Trauer und Verlust umgehst und dass du uns deine Sicht der Dinge weitergegeben hast. Danke, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir wünschen Ihnen morgen ruhige Stunden, Zeit und Muße, um das, was geschehen ist, zu begreifen.